Vier Spiele ist die Wiener Austria nun schon umgeschlagen, aber zuletzt gab es nur ein 0:0 gegen die Admira und somit sind die Wiener die Nummer 2 in der Qualifikationsgruppe vor diesem Saisonfinish. Ich heiße Sie recht herzlich willkommen zu Dein Verein Austria Wien. Begrüße Sie mit unserem Sky-Experten und langjährigen Kapitän der Austria, Manuel Ortlechner. Hallo. Servus, Manu. Hallo. Ja, es gab diesen Sieg in der Südstadt gegen die Admira und dann zu Hause das 0:0. Ist Klaus Schmidt eine Runde zu früh gekommen für die Austria? Ja, es sieht so aus in der Nachbetrachtung natürlich. Ich denke, man hat zu Hause völlig zu Recht und souverän auch gewonnen. Das erste Hinspiel haben wir wirklich souverän gewonnen. Brauchen wir nicht zu diskutieren. Aber ich finde, im zweiten Spiel haben sie es richtig gut gemacht. Und da war am Ende hin, und so fair muss man auch sein, die Admira sogar fast nur dem Sieg näher. Ja, wie gefällt dir das, was die Austria bis jetzt abgeliefert hat in dieser Quali-Gruppe mit all den Nebengeräuschen, ja? Da alles passiert ist? Also eigentlich wundert es mich auch, wie sie die Mannschaft präsentiert, wie sie das irgendwo auch abprallen lassen. Da passiert ja gerade sehr, sehr viel rundherum, aber auch in der Mannschaft mit Verletzte, Angeschlagene, der ein oder andere Kranke. Also sind sie sehr, sehr eng zusammengerückt. Ich glaube auch, dass die Mannschaft sehr, sehr, sehr guten Teamspirit mittlerweile auch ausstrahlt. Das war ja auch in der Vergangenheit nicht wirklich immer der Fall. Zumindest nach außen hat es immer so ausgesehen. Ich denke, man ist absolut auf Kurs. Aber man hat einen starken Gegner, auch mit dem man sich rettet um den ersten Platz in der Quali-Gruppe mit den Hartbergern, die auch sehr gut performen. Darum bin ich gespannt, wie dieses Rennen ausgehen wird. Ja, genau. Im Moment ist es ja nur Platz 2, nur unter Anführungszeichen. Es wird ein heißer Kampf. Was spricht da für die Austria, dass die am Ende oben stehen? Ja, ist eine gute Frage. Ich meine, die nächste Runde wird ja auch schon sehr viel Aufschluss bringen, wo die Reise dann wirklich hingeht. Es sind ja nur noch 12 Punkte auch zu vergeben. Also ich glaube, die Qualität hat man, dass man die Gruppe als Erster auch abschließt und dass man wirklich nur mal vielleicht auch reinrutscht in die internationalen Plätze. Hoffentlich kann man auch dieses Ganze drumherum irgendwo auch noch weiter so ausblenden, so souverän, wie man es jetzt macht. Es ist aber schwer, Prognose abzugeben, so fair und ehrlich muss man auch sein. Ja, die Spieler wollen jedenfalls diesen Platz 7. Ja, Kraft tanken jetzt wieder in die 10 Tage, glaube ich, sind es, die spielfrei sind, die Akkus wieder voll aufladen. Und dann in Alltag ist unser nächstes Spiel wieder mit 3 Punkten anknüpfen, dann, dass wir wieder von der Spitze lachen können. Ich glaube, dass alle so fokussiert sind, egal ob welche oder Spieler mit Vertrag, Spieler ohne Vertrag. Wir haben einfach unser Ziel gesetzt, dass wir eben den 7. Platz holen wollen, dass wir in das Playoff kommen wollen. Und von dem her werden wir bis zum Ende Gas geben, egal wie die Situation des Spiels ausschaut. Bis zum Ende Gas geben, auch wenn im nächsten Spiel mal gegen Altdorf der Cheftrainer nicht auf der Bank sitzt. Peter Stöger, den hat es erwischt, der war Corona-positiv. Auch sein Co-Trainer Gerhard Fellner. Jetzt übernimmt Jochen Fallmann für die nächsten Spiele den Cheftrainer-Posten. Wäre das vielleicht sogar der Richtige auch für die Zukunft, Manuel? Man sucht ja ganz dringend einen Trainer. Ja, also wir warten ja alle ganz gespannt darauf, dass natürlich auch ein Trainer für die neue Saison präsentiert wird. Momentan gibt es natürlich auch viele Gerüchte um den Peter Stöger, auch wo seine Reise hingehen wird. Löst aber natürlich die Austria-internen Fragen nicht wirklich. Ob der Jochen Fallmann sich das selber auch vorstellen kann, das müsste man noch einmal an dieser Stelle befragen. Aber was für ein Trainertyp ist denn gefragt bei der Austria? Auch das ist eine sehr gute Frage. Da muss man natürlich auch zuerst einmal wissen, wo überhaupt die ganze Clubphilosophie jetzt hinwandert. In den letzten Jahren gab es oftmals sehr viele unterschiedliche Trainertypen im Hinblick auf, wie lassen die Fußball spielen. Ich denke mal, die Austria wäre ganz gut beraten, dass man auch mal für sich selber wieder eine Art Identität kreiert, Philosophie niederschreibt und dann nach dieser Philosophie und nach dieser Spielidee dann den Trainer akquiriert. Also das wäre für mich der logischste Zugang. Die Zeit tickt aber gerade ein bisschen. Der eine oder andere Trainer, der vielleicht vakant wäre, kann sich jetzt vielleicht auch dagegen entscheiden, weil ja, die Austria doch noch Tage verstreichen lässt. Also ich bin echt gespannt, wie diese ganz, ganz wichtige Personalie in den nächsten Tagen dann ausgehen wird. Ja, er muss auch Druck von außen aushalten, das ist auf alle Fälle klar. Ja, das würde mir gar nicht mehr aus meiner Sicht gar nicht mehr erwähnenswert, weil wenn ich bei Vereinen wie Austria Wien oder Rapid tätig bin, dann gehört das ohnehin dazu. Ja, aber du hast es auch angesprochen, wie sehr tickt denn da jetzt wirklich die Zeit? Wie sehr drängt schon, dass man endlich diese Entscheidungen trifft? Es gibt dieses Gremium, ja, das jetzt einen Sportdirektor suchen soll, einen Trainer, aber sollte das nicht besser heute als morgen passieren? Also das stresst mich mit am meisten, wenn ich auf die Uhr blicke und einfach weiß, ja, der eine oder andere ist jetzt selber gerade in Vertragsverhandlungen, vielleicht mit einem bestehenden Verein. Da wird es natürlich schwierig, wenn dann die Trainer nach der Reihe woanders unterschreiben, dass du dann vielleicht den Einzelkandidaten Richtung Favoriten lotsen kannst.
Aber es gehört rasch entschieden, weil der eine oder andere Spieler vielleicht auch seine Zukunft an einem Trainer festmacht oder nicht. Also ich bin der Meinung, das gehört mit als erstes entschieden. Ja, aber was positiv ist, man kann sich zumindest Gedanken über die nächste Saison in der Bundesliga machen, weil man eben in der zweiten Instanz die Lizenz noch erhalten hat, dank eines Mannes, der die Austria nicht zum ersten Mal gerettet hat, Christoph Jochum. Wer hätte das wohl vor ein paar Jahren gedacht? Dass die Rettung der Wiener Austria aus Gavlenz bei Waidhofen an der Ybbs kommt. Dass die Tatsache, dass Raimund Harreit das Geduldfaden in einer Krisensitzung reißt, die Lizenz sichert, entscheidend war. Naja, vielleicht ein bisschen auch meine Ungeduld bei einer Aufsichtsratssitzung, in der wir immer gesagt haben, es dreht sich doch ein bisschen was im Kreis, wenn ich das etwas vornehm formuliere. Und dann habe ich gesagt, na endlich, was tun wir? Jede Menge an Persönlichkeiten aus ganz Österreich sitzen hier drinnen. Also wir sollten jetzt endlich was machen. Und hier ist dann wirklich der Knoten geplatzt. Der Rettungsplan für die Lizenz nimmt schnell Konturen an. Wohlhabende Austria-Funktionäre und Fans greifen ins Gesparte. Der Verein erhält in zweiter Instanz die Spielberechtigung. Doch damit hat die Arbeit erst begonnen. Dinge müssen hinterfragt werden. Alles. Alles. Und da meine ich von der Akademie bis zur Haustechnik, auch die organisatorischen Sachen, die betriebswirtschaftlichen. Wir haben 2013 ja dort in der Champions League unglaublich tolle Momente erleben dürfen, aber es ist dort der Personalstand enorm gewachsen und er ist sicherlich derzeit eindeutig zu hoch. Man wollte in andere Sphären. Da war man ganz einfach, das so nüchtern muss man sehen, nicht mehr ganz Herr der Lage. Im Zentrum der Kritik seit Monaten, Markus Kretschmer. Ob der Vertrag des Vorstandsvorsitzenden verlängert wird, ist noch nicht geklärt. Das, darf ich sagen, werden oder müssen die Gremien entscheiden. Markus, bei allem, was er gemacht hat, ich kann ihm schon einmal ein großes Lob aussprechen, was Einsatz anbelangt, so habe ich ihn immer kennengelernt. Aber es haben sich eben die Rahmenbedingungen auch geändert, mit dem Stadionbau und so weiter. Riesenprojekte, es ist also der Aufwand enorm geworden und wahrscheinlich ist ihm auch das eine oder andere durch die vielen zusätzlichen Aufgaben nicht mehr ganz so gelungen, wie es sein sollte. Nicht wie es sein sollte, lief auch die Kommunikation rund um die Präsentation des strategischen Partners Insignia. Dass dort von Meistertiteln und Champions League die Rede ist, drückt dem stets realistischen Unternehmer Harreiter auf die Stimmung. Es ist wirklich unglücklich gelaufen, es war nicht ganz so meines. Man hat natürlich Vereinbarungen getroffen, sonst hätte man sich nicht an die Öffentlichkeit so gewandt. Und vor allem geht es auch darum, Anspruch wirklich so zu stellen, dass der auch zu erfüllen ist, in einem vernünftigen Zeitrahmen. Um die Austria auf solide Beine zu stellen, arbeitet Harreiter an einem Konzept, um den Verein für mittelständische Unternehmen als Partner attraktiv zu machen. Hier spielt er seine Stärken aus. Hat er auch Interesse am Job des Präsidenten? Niemals, sage ich. Und das ist ganz einfach. Frank Hensel macht einen unglaublich tollen Job. Hat privat auch eine 500.000 Euro mitgetragen. Das muss man wirklich auch einmal in der Öffentlichkeit sagen. Kämpft rund um die Uhr für die Austria. Und von meiner Seite passt das jetzt exakt, dass ich gerne sein erster Vize bin. Etwas mehr als 100 Mitarbeiter beschäftigt Harreiter in seiner Firma. Die Austria ist ein zeitintensives und teures Hobby. Eine Gegenleistung für sein Engagement erwartet Harreiter nicht. Wir müssen endlich wegkommen, den Hals nicht voll zu bekommen. Wenn du von der Lebensbühne abtrittst, du kannst einmal was nicht mitnehmen. Ich bin dankbar als Arbeiterkind, ich habe immer in Schlosser gelernt, dass ich das alles erreichen durfte, ist vielleicht ein bisschen ein großes Ideal, aber Zufriedenheit und Begeisterung irgendwo mitzuerleben dürfen, das stellt uns selbst am meisten zufrieden. Mehr geht nicht. Raimund Harreiter kann zufrieden sein. Er, der Austrianer aus Gavlenz bei Waidhofen. Ja, und dieser Raimund Harreiter, der ist kein strategischer Partner, der ist ein Gönner und der ist ein Sponsor. Manuel, einfach mit violettem Herz, du kennst ihn.
kenne ihn sehr gut, ja. Das ist ein Mensch mit unfassbar viel Herz, mit sehr, sehr viel Sachverstand, sehr erfolgreiches Familienunternehmen aufgebaut, alles selber erwirtschaftet, er arbeitet trotzdem sehr bodenständig, hohe soziale Ader, hilft auch manchmal Menschen und Familien, denen es nicht so gut geht. Und jetzt auch seiner Austria, das darf man auch so sagen, der hat auch schon sehr viel Kritik einstecken müssen, was ich nie nachvollziehen konnte. Und jetzt ist er einfach für die Austria so da, wie man es vielleicht auch erwartet. Stichwort violettes Herz, das hat natürlich auch Peter Stöger, der hat seinen Abschied bekannt gegeben. Und das ist natürlich die große Frage, wie geht's weiter? Er ist Top-Kandidat beim ersten FC Köln. Horst Held hat mit ihm schon telefoniert, da haben sie schon Dinge abgesteckt wie Kader und so weiter und die Ziele. Also das klingt nach einer zweiten Ära, oder? Ja, das klingt sehr konkret schon alles. Würdest du ihm das raten, dass er gleich ins nächste Abenteuer geht? Ich nehme an, diese Zeit war schon sehr zehrend für ihn jetzt. Ja, das denke ich schon. Nur er wirkt in den letzten Wochen, in den Interviews, auch, die er gibt, dann irgendwie auch befreit auf mich. Ich habe auch das Gefühl, dass er sich vielleicht auch dann auf eine neue Aufgabe freut, wo es auch andere Möglichkeiten gibt. Und in Köln, sagen wir es ehrlich, gibt es einfach momentan auch andere Möglichkeiten. Er hatte eine sehr, sehr erfolgreiche Zeit. Vielleicht war der Abgang auch nicht so von meinen anderen Fans auch so gesehen, wie es von seiner Seite war. Aber ich glaube auch, die Möglichkeit mit Dortmund muss man annehmen. Ja, und jetzt reizt ihn, denke ich, dieses Abenteuer, den Club wieder auf Vordermann zu bringen. Und das darf ihm auch nicht nachsehen. Ja, und dann gibt es noch das große Fragezeichen, Markus Kretschmer, wie es mit ihm weitergeht. Da gab es Kritik von innen, da gab es Kritik von außen, von den Fans, teilweise sehr geschmacklose Kritik. Es gibt diesen Vertrag, den soll er unterschrieben haben für ein weiteres Jahr, der Verein noch nicht. Warum lässt man sich da so lange Zeit und trifft da keine klare Entscheidung? Es scheint ja Zweifel zu geben, weil sonst hätte man ja schon die Presseaussendung rausgegeben. Ja, ich denke auch, dass der Harald, der Beitrag, das sehr, sehr gut auch gebracht. Oder Kritik muss immer angebracht sein. Das, was da rundherum passiert ist, war komplett überzogen. Wenn Menschen einen Polizeischutz brauchen, dann denke ich, brauchen wir nicht mehr darüber diskutieren, ob die Kritik zu viel war. Aber ich bin voll bei dir und das ist nicht unähnlich auch mit der Frage nach Sportdirektor, Trainer. Die Zeit tickt und ich bin auch ein Freund von Klarheit. Man sollte viel früher und schneller versuchen, auch diese ganzen offenen Fragen, die dann herumschwirren, rund um die Austria, raschest und ehestmöglich abzuhandeln. Ja, wir sind gespannt, wann es da Antworten gibt, ob wir vielleicht das nächste Mal schon über einen neuen Trainer, einen neuen Sportdirektor bei der Austria sprechen. Wir hoffen. Alles Gute, danke für die Expertisen dieses Mal und ja, ich würde mich freuen, wenn Sie das nächste Mal wieder mit dabei sind bei Dein Verein Austria Wien. Wiederschauen.